Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive und damit herzlich willkommen hier zurück. Wir stehen hier am heutigen Donnerstag, dem 12. März 2015, hier im 25. Part und damit herzlich willkommen. Heute steht der DFB-Pokal in der ersten Runde an. Wir haben das Spiel bei Viktoria Köln, dem Regionalligisten. Da gucken wir mal ganz kurz rein, wie da momentan der Stand ist bei denen der Regionalliga West. So ein paar Trikots scheinen hier zu funktioniert zu haben. Ich habe hier ein bisschen dran gearbeitet mit diesen ganzen Adboard-Geschichten und so weiter. Dann noch einige hier Stadionbilder und so weiter. Scheint wohl noch ein bisschen zu brauchen. Sind gerade Sechster in der Regionalliga West. Da gucken wir mal. Lotte führt hier mit 20 Punkten vor Alemannia Aachen. Rot-Weiß Essen auf der 5, Wattenscheid auf der 9. Unten Hennef, Bochum 2, Krai und Gladbach 2. Rafael Garcia 7 Tore gemacht. Also mal liebe Grüße an alle Alemannia Aachen-Fans hier. Sind natürlich aufgrund der Rivalität zu Gladbach nicht so viele da. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier gleich rein in die Partie. Ich habe die Mannschaft soweit aufgestellt. Granit kann leider, wie ich feststelle, ja nicht mitkommen, weil er auf einer internationalen Reise ist. Dann wird hier Petro Poppe mitrechnen. Was, er ist unzufrieden. Philipp Dahms, oh Gott. Wahrscheinlich, weil er so wenig spielt. Und er ist, wie gesagt, auf internationaler Reise, oder? Verärgert, ach so, der ist nur verärgert, von daher können wir ihn doch einsetzen. Naja, so manche Einstellungen verstehe ich noch nicht so ganz, aber wie gesagt, ich bin ja erst hier am Anfang. Es gibt ja viele, die schon relativ Profis sind, wo ich hin und wieder mal reinschaue, wie jetzt TBM zum Beispiel oder Fußballverstand LP, der es seit kurzem ja mit Augsburg macht und ist auch gar nicht mal so schlecht. So, hier gehen wir gleich mal auf Kontrolle und auf dynamisch. Diese Anweisungsgeschichten, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der sich hier auskennt bei den ganzen Einstellungen. Wer sich da auskennt, bitte in die Kommentare. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt rein. Kruse im Sturm des Pass, Flügel links, Hahn, rechts Traoré, offensiv Raphael. Wir haben ja weitere Optionen zum Glück auf der Bank, von daher können wir sagen, können wir reingehen. Sehen hier die Partien Rehn gegen Dortmund, Siegen gegen Bayern, Viktoria Köln, Gladbach und Waldkirch gegen Mainz 05. Die Runde generell ansehen, es haben ja einige Partien ja schon bereits stattgefunden. Von daher sind da schon einige durch und weiter und warten in der zweiten Runde. Und da haben wir dann möglicherweise das Spiel gegen Dings hier vor der Brust. Gegen Aue sollten wir es schaffen. Aber ich bin guten Mutes, dass wir es schaffen können. Von daher gehe ich jetzt mal rein. Teamauswahl sehen wir hier. Die Aufstellung kann dann Mike Wunderlich, der Ex-FSV Frankfurter, Röttger, Staffelt, Notbeck, Day, Schäfer, Löden, Reiche, Berauer. Müsste unser Leihspieler sein. Ja, ist unser Leihspieler. Hoffentlich können wir uns da durchsetzen, aber ich denke mal, ich bin eigentlich guter Hoffnung hier. Spielen in unserem Erfolgssystem. Ich habe nämlich gerade hier reingeguckt. In den Teamberichten, da sehen wir die häufigste Formation 4-2-3-1 breit, haben wir 20 Tore in 1022 Minuten gemacht. Von daher würde ich sagen, gehen wir einfach mit der Taktik rein. Hoffen, dass es alles klappt, so wie wir uns das vorstellen. Und dann können wir hier dann praktisch gleich reingehen in die Partie. Wie gesagt, ich habe ganze Adboards und so weiter eingefügt. Ich hoffe, es hat auch funktioniert. Wir werden es ja gleich sehen, ob es geklappt hat. So, ich mag diese Gladbach-Truppe und glaube, dass sie heute in der Lage sind, einen Sieg gegen Viktoria Köln einzufahren. Es stand ja in letzter Zeit ja auch wirklich oft genug da. Letztendlich sind wir dann, haben wir entweder unentschieden gespielt oder verloren. Gladbach weiß, dass ein Sieg ihnen ein Aufeinandertreffen mit Aue in der zweiten Runde bescheren wird. Und dann gehen wir hier weiter. Fabian Johnson fehlen wird sicher.
Ich bemerkbar machen, wie hart wird es ohne sein Mitwirken werden? Das sagen wir bestimmt. Ich hätte ihn natürlich lieber zur Verfügung gehabt, aber ich habe Vertrauen in die Spieler, die ich aufgestellt habe. Von daher gehen wir da rein in die Partie, ohne viel zu meckern. Haben ein bisschen aufgeräumt, beziehungsweise hier einige Sachen zu weit angepasst. Wunderlich wird hier getackelt. Sollen wir dann nicht noch ein bisschen mehr machen? Wäre doch eigentlich ganz sinnvoll. Weil du kannst, wie gesagt, nie wissen. Und dann gehen wir hier mal weiter. Wir sind der Favorit, das sagen wir denen mal. Und dann gehen wir rein. Und es hat, wie es aussieht, nicht ganz funktioniert. Es sei denn, hier bei den Regionalligisten wird es nicht angezeigt. Traoré, gar nicht mal so schlecht. Kramer auf Wendt, auf Xhaka, Raphael, Traoré. Neben den Kasten, es gibt die Ecke. Traoré neben den Kasten, schade. Aber er hat eine gute Möglichkeit, Mike Wunderlich mit dem Freistoß neben den Kasten. Staffelt auf Rötzger, auf Wunderlich. Der war nicht schlecht hier. Kandan auf Wunderlich neben den Kasten. Wunderlich, Parade Sommer. Gott sei Dank hier über den Kasten. Also wir haben hier Probleme ins Spiel reinzukommen, wie es aussieht. Wendt. Auf Janschke, auf Wendt. Auf Traoré, auf Kruse. Raphael 1-0. Klasse. Drittes Saisontor für Raphael in der 31. Spielminute. Kruse mit der Vorlage, wie es aussieht. Durch die Beine, wie es aussieht vom Torhüter. So, 37. Xhaka. Auf Korb. Kruse neben den Kasten. Schade. Röttger auf Wunderlich. Auf Staffelt. Röttger. Kandan neben den Kasten. André Hahn ist angeschlagen. Wendt Ecke. Und Pellat hat den Ball. So. Traoré verliert den Ball, aber es gibt das Foul. Traoré, Brauers, Janschke. Auf Xhaka, spielt zurück auf Korb. Brauers, Xhaka. Brauers, Raphael, Kruse. Traoré, 2-0. Aber abseits, schade. Ist natürlich schade. Das war nicht die schlechteste erste Halbzeit, die wir bisher gezeigt haben. Nur sagen sie der Mannschaft, dass es in der zweiten Halbzeit noch Raum für Verbesserungen gibt. Das sagen wir einfach mal leidenschaftlich. Das war ganz gut soweit, aber ihr könnt noch besser sein. Bin erfreut über den Spielverlauf weiter so. Rohlbrauers Moral schlecht. Habe ich einen Innenverteidiger am Start? Ja, Stranzel. Da er sich hier beschwert, darf er auch raus. Nee. So einer bin ich nicht. Könnte man ja mal demnächst versuchen. Vielleicht müssen wir hier bei unserem Max Kruse hier vielleicht noch ein bisschen was umändern. Mal gucken, was kann er denn besonders gut? So, Substability ist er einer der besten. Nee, einfach mal gucken, was er denn hier am Sturm am besten kann. Knipser, kompletter Stürmer. Gucken, was von den Werten her geht's eigentlich. Aber gehen wir mal zurück. Er hat ja die Vorlage gegeben. Wir können ja mal hier ein persönliches Gespräch sagen. Leidenschaftlich. Bin äußerst zufrieden. Und dann können wir hier reingehen in die zweite Hälfte.
Hier in Köln bei Viktoria. Oetker. Wendt hat den Ball auf Hahn. Wir haben die Standardsituation. Kruse auf Traoré, auf Kruse. Traoré kommt nicht durch. Janschke. Auf Hahn. Das war jetzt ein Schuss ins Leere. Kruse. Auf Hahn. Lässt sich fallen, aber der Schiedsrichter hier reagiert nicht. Wir gehen jetzt hier mal rein. Aber pausieren jetzt erstmal. Weil ich möchte, wie gesagt, hier versuchen, jetzt noch Einfluss reinzukriegen. Um den kompletten Stürmer hier mal rauszunehmen und ihn zum Stoßstürmer zu machen. Das versuchen wir jetzt einfach. Ansonsten wechseltechnisch, wir haben erst 7 Minuten gespielt. Da werde ich nicht viel wechseln jetzt. Hahn lässt sich fallen. Janschke auf Kramer, Xhaka, Traoré, Kruse und Ecke. Der reinkommt von Oskar Wendt. Korb auf Raphael, Fehlpass. Vom Allerfeinsten, Traoré. Wieder Traoré und es gibt die Ecke. Hahn. Auf Traoré lässt sich fallen. Und Hahn. Setzt hier zum Dribbling an. Hahn, immer noch Hahn. Hahn. Und Pellas hat hier geklärt. Also es läuft bisher eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es fehlt halt noch der letzte Effekt sozusagen. Hier noch ein bisschen mehr herauszuschlagen. Aber ich finde, es war soweit in Ordnung. Max Kruse ist angeschlagen. 78. Wendt auf Hahn. Auf Wendt. Auf Xhaka über den Kasten. Schade. Reiche, auf Costa, Stegmann, auf Day, auf Wunderlich, Costa, über den Kasten. Teamansprache. Korb, auf Hermann, Raphael, 2-0, klasse. Wunderschönes Tor hier von Raphael. Und wir werden jetzt reingehen. Dominik Strohengel die Chance geben. Brauers ist bis jetzt in Ordnung. Xhaka hat wirklich gut gespielt, muss man schon sagen. Wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit, hier vielleicht Hahn nochmal vorzuschieben. Muss ich aber gleich in die Taktik rein. Sehen Sie hier nochmal Hermann mit der Vorlage auf Raphael. Und er dann eiskalt oben ins Eck. Keine Chance da. Oh Mann, kann ich jetzt auf die Taktik? Ja, jetzt hier. Dass wir das, wie gesagt, hier umstellen. Ihn ein bisschen dahin verschieben. Raphael, nee, noch ein bisschen mehr nach vorne. Oh, doch nicht so. Dass man hier dann Raphael rausnimmt, der es heute wirklich gut gemacht hat, das Spiel praktisch im Alleingang entschieden hat. Dass Hirgota da jetzt noch reinkommt. Er kriegt dann hier die Aufgabe als Knipser und dann gehen wir rein. Da braucht man heute nichts sagen. So, Anstoß für Viktoria Köln. Aber ein 2-0 ist ja immer ein sehr tückisches Ergebnis bei uns. Wir lagen 2-0 gegen Paderborn in Front, wir lagen 2-0 gegen Freiburg in Front. Und das Ergebnis kennt ihr ja. Wir haben immer noch den Ausgleich kassiert. Wunderlich in die Mauer. Schäfer über den Kasten.
2 Minuten Nachspielzeit. Nochmal die Standardmöglichkeit und es ist vorbei. Wir gewinnen mit 2:0 und stehen damit in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Erzgebirge Aue. Wir müssen derzeit nichts Besonderes ansprechen. Sagen wir mal leidenschaftlich gut gemacht, Männer. Es war ein schöner Sieg für uns. Und dann gehen wir jetzt in die Spielanalyse. Viktoria Köln gegen Gladbach, 2:0 am Ende für uns. 18:14 Schüsse, 2 Tore von Raphael, Spieler des Spiels auch Raphael. Ich habe heute einen Auswärtssieg prophezeit, den hat Gladbach auch gespielt, über den Sieg im Gepäck. Kann man sicher zufrieden sein und das sind wir auch, können hier jetzt weitergehen. Sehen hier die Ergebnisse. Reden unterliegt Dortmund 6:0, Bayern mit einem 3:0, Gladbach mit einem 2:0 und Mainz 7:0 gegen Waldkirch. Damit hat man dann jetzt schon die Partien der nächste Runde. Deutschland fegt Kroatien souverän vom Platz. Bessere Abgebrühtheit entscheidet im Sportpark Höhenberg. Gladbach hat dem Mittelfeld zu danken, denn diese zeigte an einem kalten und klaren Abend im Sportpark Höhenberg. Den Stürmern wieder Tore schießen geht in der 31. Minute, brachte der vorgeschobene Spielmacher Raphael Gladbach mit einem schönen Abschluss aus 11 Metern in Führung. Nach 83 Minuten erzielte Raphael mit einem schönen Abschluss aus 16 Metern den letzten Treffer für Gladbach, der die Mannschaft damit in die nächste Runde bringt. FIFA Nations Cup, Deutschland gewinnt erste Runde, Gladbach gewinnt, erreicht nach dem 2:0 über Viktoria Köln im Sportpark Höhenberg die nächste Runde. Der ambitionierte Bundesliga-Club hat bislang die Erwartungen im Vorfeld des Wettbewerbs erfüllt und wird sich weiter verbessern müssen, um noch mehr zu erreichen. Mit einer Titelprämie, die Berichte zufolge 29.500 pro Spieler beträgt, wird Gladbach einen extra Anreiz haben, in diesem Wettbewerb eine gute Figur zu machen. Abschließende Pressekonferenz, Raphael auszuwechseln, obwohl er kurz vor einem Hattrick stand, löste bei einigen Unverständnis aus. Er kann mit dieser Entscheidung nicht zufrieden sein, oder? Das Spiel war so gut wie gewonnen, da uns in nächster Zeit schwere Aufgaben bevorstehen, wollte ich Raphael dafür schonen. Mit dem heutigen Spiel haben Sie es in die nächste Runde geschafft. Wie sehen Sie Ihre Chancen auf den Gewinn des Titels? Ich glaube, wir haben sehr gute Chancen, den Titel zu gewinnen. Solange wir im Wettbewerb sind, haben wir Chancen zu gewinnen. Wir denken von Spiel zu Spiel. So, mal gucken. Solange wir im Wettbewerb sind, es passt. Jeder genoss das Tor von Raphael. Einen schönen Abschluss aus 16 Metern, welches die gegnerischen Fans zum Schweigen brachte. Es muss doch fantastisch gewesen sein zu sehen, wie ihr Spieler so ein Tor schießt. Wie schätzen Sie das ein? Das ist die Klasse von Raphael, es war ein großartiges Tor von einem fantastischen Spieler. Gladbach hat mit Aue bei der DFB-Pokalauslosung einen auf dem Papier deutlich einfacheren Gegner erwischt. Stimmen Sie da mit uns überein? Fragte Christian Meinka von den deutschen Sportnachrichten. Wir haben eine lösbare Aufgabe vor uns und haben daher die Chance, uns für die nächste Runde zu qualifizieren. Sie müssen mit der Leistung von Raphael zufrieden sein, oder? Es war insgesamt eine gute Teamleistung, aber er stach als einer der Besten heraus. Gladbach erhält 175.000 für den Einzug in die nächste Runde. DFB-Pokal Gladbach muss gegen Aue ran. Aue ist als Heimteam ausgelost worden, daher findet das Spiel am Mittwoch, 29. Oktober 2014 im Sparkassen Erzgebirgstadion statt. Können wir uns hier angucken. Also hat der Patch tatsächlich funktioniert? Anders als der Gegner besitzt Gladbach bereits eine erwähnenswerte Vergangenheit in diesem Wettbewerb, in denen man die Trophäe bislang nicht weniger als 3-mal gewinnen konnte. Der aktuelle Drittelträger ist der FC Bayern München. Raphael versetzt die Gladbach-Fans in Ekstase. Den Text, den kennen wir ja schon praktisch. Die Laufbeschreibung des offensiven Mittelfeldspielers war vorbildlich, er hat jeden Grashalm im Stadion persönlich begrüßt. Raphael hat in dieser Saison noch kein Spiel für Borussia Mönchengladbach verpasst. Schmidt wurde entdeckt, Entwicklung von Christoph Kramer, Wollitz unglücklich über die Arroganz von Gladbach. Wollitz gab mit seiner Antwort Anlass zu einem möglichen Streit, indem er sagte, ich bin von einigen Kommentaren, die aus deren Lage gekommen sind, nicht wirklich angetan. Das hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack und ich würde Ihnen gerne eins auswischen. Oh. Harte Worte hier von Klaus-Dieter Wollitz, dem ehemaligen Ex-Osnabrücker Trainer, der diese Mannschaft ja wirklich zu Großartigen geführt hat.
War, glaube ich, auch mal bei. Na, irgendwo war er noch. Ich bin mir da nicht sicher. Und ihr könnt mir da draußen mal Vorschläge machen. Demnächst für die Winterpause, die ja bald ansteht, bezüglich irgendwelcher Transfers, Spielerwechsel, die ihr gerne haben möchtet. Bundesliga-Spieleranalyse. Wladimir Daritan Bürki, bringen ihren Teams wenig Glück, verloren sie doch insgesamt 6 Partien. Wenn sie auf dem Platz standen, Grimas, Gede, Kempf und Franz und 4 andere, jeweils bei 5 Niederlagen ihres Teams auf dem Platz. Gustavo machte die meisten Tacklings im Wettbewerb mit einem Durchschnittswert von 24,11 pro Spiel. Valom Berami folgt an zweiter Stelle mit einem Durchschnittswert von 18,22 Tacklings. Länderspielüberblick könnte man jetzt im Bericht von Fabian Johnson sehen, der beim 2:3 hier mitgewirkt hat, 90 Minuten gespielt hat. Thorgan Hazard hat gespielt 56 Minuten, 6,8 in der Spielerwertung. Xhaka ist 6,7, Jan Sommer, ja, komisch, obwohl er sich beschwert hat, spielt er jetzt tatsächlich in der Schweizer Nationalmannschaft. Wir sehen hier, wie gesagt, die ganzen Bewertungen. Haben noch 7 News. Zora bietet Douglas Jardel an, vereinslos. Sollten wir mal beobachten. Højbjerg wurde in die Nationalmannschaft von Dänemark berufen. Ist doch auch was Schönes. Sehen dann gleich, dass unsere zweite das Spiel hat gegen Ferl. Wir müssen zu unserem nächsten Spiel hier noch einiges vorgehen, noch 6 Tage, bis zum Europa League-Spiel gegen HJK Helsinki. Die Mannschaft, die wir im Playoff im FM13 hatten. So, keine lohnenswerte Verpflichtung, damit ist der Kuchen hier gelutscht. Europa League Übertragungsrechte haben wir hier bekommen, 24.000 bekommen wir. Hasani hat sich verletzt, also den Spieler können wir eigentlich auch jetzt rausnehmen. Ist nicht weiter interessant für uns, Verletzungssorgen für Mazedonien. Da kommt eine Freundin von mir her, auch ein ganz anscheinend schönes Land. Thompson von der Auswahlliste entfernt, okay. Sehr gut, verfügbare Spieler hier. Gnabry darf 45 Minuten ran, genauso wie Poppy. Beziehungsweise Poppy kann auch 90 Minuten ran, gar kein Problem. Gnabry auch, die brauchen ja die Spielpraxis. Max Kruse benötigt Spielpraxis. Heimeroth hat auch schon länger bei uns nicht mehr gespielt. Kann von mir aus 90 Minuten eingesetzt werden. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Philipp Dahms kann der zweiten auch helfen. Eine Dreiviertelstunde. Alvaro Dominguez ist ja noch verletzt. Max Kruse könnte man theoretisch auch die Chance geben, aber wir hatten ihn ja in die zweite zuletzt geschickt. Was war das Ergebnis? Verletzung. Von daher bleibt es so. Frankfurt verliert Schlüsselspieler Jan Rosenthal, der in der Realität nicht mehr dort spielt, sondern beim SV Darmstadt 98. Streich spricht sich selbst frei. Okay. Sehen hier die dritte Liga, die spielt trotz der Länderspielpause Duisburg 1:0 gegen Mainz 2. Stuttgart 2 gewinnt hier 2:0 bei Osnabrück. Und unsere zweite gewinnt mit 1:0 gegen Ferl. Durch das Tor von Kwame Yeboah. Den Poppe hat gespielt. Wurde dann in der 51. ausgewechselt. Gnabry hat durchgespielt. Heimeroth hat gespielt. Dams hat gespielt. Von daher hat es doch alles gepasst hier. Und wir können dann hier ganz gemütlich weiter vorpreschen. Zu unserem Spiel gegen die Finnen. So, Kiyotake zieht sich Verletzung im Training zu. Ist natürlich auch nicht gut. Aber es passiert. MLS wurde ja jetzt vor kurzem die Saison eröffnet, kam ja in Eurosport. Waren wirklich einige interessante Partien mit dabei. Glanzvorstellung von Slimani. Scout-Bericht über HJK Helsinki. Denkt mal, das passt soweit. Angriffsspiel ist soweit in Ordnung. Häufigste Formation 5-3-2. Anfällig gegen 5-3-2. Und das Serie A-Update sind auch einige interessante Spieler. Nicola Sansone, der Ex-Münchener.
So, für die U19 können die beide auch gerne ran. Gar kein Problem. Je mehr Praxis sie bekommen, desto besser. Jetzt hier noch ein paar Länderspiele sind eigentlich soweit, wenn man es so übersichtlich betrachtet, in Ordnung. Ein entscheidender Pass hier von Thorgan Hazard bei Chaka 3. Haben aber nicht zu irgendwas geführt. Joel Merot hat für Finnland gespielt, eine 7,4 in der Bewertung. Soll an sich eigentlich auch ein ganz guter Spieler sein. Wir arbeiten uns, wie gesagt, vor. Wird halt jetzt ein etwas längerer Part werden, aber ihr seid es hier mittlerweile von mir gewöhnt. Schiedsrichter hat es falsch gesehen, ho. Wilmots hier mit ganz schön interessanten Tönen, der Ex-Bundesliga-Trainer, Spieler von Schalke 04. So, Druck auf Christian Streich. Schmidt forciert seinen Abgang von Freiburg. Streich hält die Situation um Schmidt für unter Kontrolle. Okay. So, wir haben ja jetzt immer noch diese Panini-Bilder. Ich bin am Überlegen, auf dieses DT12 Faceback umzuschalten. Werdet ihr aber demnächst dann sehen, ob es geklappt hat. Gündoğan unterschreibt bei Wolfsburg. Der Deutsch-Ägypter. Und wir nähern uns unserer Partie hier gegen HJK Helsinki. Westerlohn Übernahmegesprächen, St. Mirren Übernahme gescheitert. Bräuchte ich jetzt australischer Staatsbürger? Okay. Bin natürlich auch gut. Der ehemalige Nürnberg-Profi unterschrieb 2010 bei Brisbane Roar. Er war ja auch mal unser Spieler. Der gute Thomas Bräuch. Aue gegen Gladbach live im TV, 19 Uhr. Frankfurt Gladbach im TV findet Sonntag statt. Ngenk hat verlängert bei der alten Dame. Shikabala wurde berufen in die ägyptische Nationalmannschaft. Bobadilla Verletzung wirft River Plate zurück. Dort ist er ja ausgeliehen worden. Unser Dings ist wieder ins Training gestiegen. Alvaro Dominguez, gut, dass er jetzt auch bald wieder fit ist. Denn diesen Spieler können wir wirklich gut gebrauchen. Trainersitzung werden wir jetzt hier abhalten. Manfred Steffes ist der Meinung, dass André Hahn davon profitieren würde, wenn man ihn davon abbrächte, so auf den Zwischenräume auszuweichen. Wird man machen. Vertragsauflösung. Jannis Blaswig. Max Eberl glaubt, dass Jannis Blaswig an einer gegenseitigen Auflösung seines Vertrages mit dem Verein interessiert ist. Eberl weist darauf hin, dass Blaswig überflüssig geworden ist. Und glaubt, dass es im Interesse aller Beteiligten wäre, wenn sie eine Vertragsauflösung anbieten würden. Den Vorschlag werde ich verwerfen, weil Jannis Blaswig ist ein wirklich gutes Talent. Und er sollte vielleicht, was wir da machen könnten bei ihm, wäre eine Leihe Vereinen anbieten, aber ein Leihangebot, monatliche Leihgebühr. Vielleicht so 1.500, 100%ige Gehaltsübernahme bis Ende der Saison. Kaderstatus ändern hier von Dominik Strohengel wäre momentan der falsche Dienststatus zugewiesen. Er wird derzeit als Rotationsspieler betrachtet. Aber Eberl empfiehlt ihn als nicht mehr benötigter Spieler. Oh. Das werde ich verwerfen. Er ist schon ein wichtiger Spieler für uns. So. Eberl weist sie darauf hin, dass Max Kruse in naher Zukunft nach einem verbesserten Vertrag fragen könnte. Eberl empfiehlt, die Vertragsbedingungen gegenüber Kruse zu verbessern, damit der Spieler nicht unglücklich mit seiner Vertragssituation ist. Werden wir in Kürze machen. Manfred Steffes glaubt nicht, dass Philipp Dahms einen guten Kapitän abgeben würde. Kramer und Levels. Arje van Lent sieht für den 26-jährigen amerikanischen Rechtsverteidiger Johnston als großartiges Vorbild für Julian Korb. Okay, kann man machen. So, haben wir gemacht. So, Gladbach-Fans erwarten sicheren Sieg, geht als hoher Favorit ins Rennen. Wir werden sehen. Wir
Wir erreichen die Halbzeit der Gruppenphase. Sehen Sie das als Chance, Ihr Team so gut wie möglich zu platzieren? Ich kann keine Vorhersage über den Ausgang der Gruppe treffen, also versuche ich alles, um uns in eine gute Ausgangslage zu bringen. How do you feel about Jürgen Klinsmann's use of Fabian Johnson on international duty? Puh, okay. Ich bin verärgert, dass er entschieden hat, ihn spielen zu lassen, obwohl er offensichtlich eine Pause benötigt. Bin immer froh, wenn Spieler von Gladbach für ihr Land spielen, auch wenn es schön gewesen wäre, eine wohlverdiente Pause zu bekommen. Glauben Sie, dass es schwerer ist, sich gegen den Gegner zu motivieren? Ich denke, eine Debatte, ob meine Spieler genug Motivation haben oder nicht, wird zu nichts führen. Mein Team ist immer motiviert, egal gegen wen wir spielen. Damit ist es dann auch durch. Große Sauer auf Trainer, was? So, das kann vorerst noch unter uns bleiben, aber ich würde gern wissen, warum Sie mich als Kapitän abgesetzt haben. Mal gucken, Ihr jüngstes Verhalten hat keinen Vorbildcharakter. Sie sind ein Profi und sollten sich darauf konzentrieren, Ihren Job zu machen. Große Sauer auf Trainer. Die Neubesetzung des Kapitäns direkt nach meiner Berufung bringt den gesamten Gegner auf und ich frage mich ernsthaft, was unser Trainer hier für Entscheidungen trifft, so Kruse. So, und wir nähern uns dem Spiel. Tut mir wirklich leid, wenn die Folge jetzt wirklich hier etwas zu lang geworden ist. Müsste bestimmt schon jetzt eine halbe Stunde lang sein. Wenn nicht noch ein bisschen länger. Natürlich ärgerlich, dass wir jetzt Kruse sauer gemacht haben. Und Darms durch die Absetzung, aber es wurde uns ja vorgeschlagen, dass wir es so machen sollen. Gold League, Italien 2:1 Erfolg, Schilling mit einem Tor für Deutschland, Immobile und Balotelli für Italien. Leverkusen AS Monaco 3:3. Bender Kiesling mit den Toren, Jeremar, Kondogbia und Berbatov. Mit der Antwort, Leverkusen Monaco, die waren ja auch in der Realität in der Gruppe. Und dann sind wir jetzt schon am Spieltag und ich würde damit sagen, wir schließen die Folge. Wünsche euch dann auch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen.